von da hinten in der Mitte, der kleine weiße Hof, da bin ich gekommen. Also ich bin jetzt noch nicht weit gefahren, aber es ist schon wieder krass, wie weit das weg ist. Und das ist halt unglaublich schön. Es sind zwar viele Felder, aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem geil. Und es ist halt nicht viel los hier auf der Straße. Wie gesagt, strahlend blauer Himmel. Und ein richtig cooler Dude auf dem Fahrrad. Kennt ihr den? Wisst ihr, wer das ist? Ich auch nicht. Aber ist auch egal. Ich wollte nur noch sagen, dass ich gestern Kornäpfel gefunden habe. Also gefunden. Die standen halt am Rand. So wie hier die Äpfelbäume. Ich weiß immer noch nicht, ob man Äpfel oder Apfelbäume sagt. Weil die Mehrzahl von Apfel ist ja Äpfel. Und die Mehrzahl von Baum ist Bäume, also Äpfelbäume. Aber es sind ja nur Apfelbäume. Es sind ja mehrere Bäume. Aber an sich, Apfel ist ja ein Apfel. Der Apfel, die Äpfel. Die Äpfelbäume, die Apfelbäume. Das heißt die Äpfelbäume, oder? Kann das sein? Ja, Verzeihung dafür, ich bin in Deutsch, bin ich nicht so der Profi. Hier übrigens mal zu sehen, so sieht das aus, wenn das Getreide umfällt, umgeweht wird, umknickt, weil der Boden zu nass ist. Es kommt nicht nur durch den Wind, das kommt größtenteils, also es ist schon durch den Wind, aber es kommt größtenteils daher, dass der Boden zu feucht ist und die Stängel auch zu feucht sind und der Wind das dann umdrückt. Also so hat es mir zumindest eine Bauer erklärt. Und dadurch liegt natürlich dann auch das Korn auf dem Boden in der Feuchtigkeit und fängt an zu keimen. Also ihr könnt auf jeden Fall wissen, ja, es ist wieder windig, ihr könnt auf jeden Fall wissen, dass dieses Jahr wahrscheinlich wieder ein paar Sachen etwas teurer werden durch diesen Umstand. Das ist cool, sowas zu wissen, weil wenn man dann unterwegs ist, dann kann man sich da auch ein bisschen drauf einstellen. Aber dafür ist dieses Jahr die Maisernte, die wird auf jeden Fall sehr gut sein, weil die halt die Feuchtigkeit brauchen. Genauso wie die Rübenernte, die Zuckerrübenernte und allgemein Rübenernte und alles, was so knollenmäßig betrifft, Kartoffeln halt auch, weil die brauchen halt ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Sowas habe ich alles jetzt gelernt, indem ich mit Leuten geredet habe und einfach gefragt habe. Manche Fragen klingen auch ein bisschen dumm, aber es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Hat mein alter Meister immer gesagt. Beziehungsweise mein alter Ausbilder in der Bundeswehr. Der hat auch immer gesagt, wenn du eine Frage hast, stell sie. Also egal wie dumm sie klingt, stell sie einfach. Du wirst dann schon merken, was du da für eine Antwort kriegst. So, nächstes Dorf. Nicht Adventshausen, sondern Avenshausen. Avens? Avens? Also sozusagen wie abends, nur mit V. Avens. Aua. Schön Insekt in die Schnauze geflogen. Ich sollte vielleicht mal auf meine Art und Weise, wie ich rede, mal ein bisschen ändern. Ich sollte das Wort Schnauze, sollte ich nicht mehr sagen. In die Gusche, im Mund. Meine Artikulation hat ein bodenloses Niveau erreicht. Ich glaube, ich muss geradeaus. Soll ich es einfach versuchen oder soll ich rechts abbiegen? Oder soll ich aufhören zu filmen und ich fahre einfach geradeaus. Die paar Kilometer mehr, die ich wahrscheinlich nachher mache, sind auch nicht so wild. Ich werde jetzt aber trotzdem nachgucken, weil ich mir unsicher bin. Bis später.